Aloha und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem ganz wundervollen und hoffentlich sehr inspirierenden Gespräch. Wir haben ja schon mal zusammen Gespräch geführt über Yoga, über Yoga-Reisen und wir haben was ganz Wundervolles in petto, nämlich ein gemeinsames, ganz tolles Projekt, das wir dir gerne im Anschluss vorstellen. Aber zuvor möchten wir noch ein paar Fragen beantworten, die aus unserer jeweiligen Community an uns herangetragen wurden. Die stellen wir uns jetzt gegenseitig und beantworten sie dann auch. Und wir hoffen, dass es dich sehr, sehr inspiriert. Ich bin Stefanie, ich bin Spiritual Artist und Engelcoach und ich empowere Frauen und helfe ihnen dabei, in ihre Strahlkraft zu kommen, ihre Berufung zu finden und auch ihre Kreativität zu leben. Liebe Franziska, Ja, ich bin Franziska Reuß von Yoga Life and You und ich bin leidenschaftliche Yogalehrerin vor Ort in Schwerin und in Rostock, aber auch jetzt neuerdings online. Und auch ich helfe Frauen, in ihre Kraft zu kommen. Ich bin auch MET-Coach, also ich kümmere mich um belastende Gefühle und falls du es schon mal gehört hast, ich löse das alles mit den jeweiligen Teilnehmern über das Klopfen auf. Ganz tolle Geschichte. Und ich freue mich auch gemeinsam mit dir jetzt die Fragen zu beantworten. Und ich gebe jetzt wieder zu dir ab. ja, herzlichen Dank. Okay, lass uns zu den Fragen kommen. Eine Frage, die kam, wie bleibst du in deiner Kraft? Wie bleibst du positiv, auch wenn sich herausfordernde Situationen oder Zeiten zeigen? Ja. Was machst du da? Zum einen natürlich Yoga und Yoga in allen Formen. Letztendlich ist Yoga für mich das Verweilen im Hier und Jetzt, achtsam zu sein. Das heißt, wenn ich früher morgen meinen Tee oder meinen Espresso trinke, dann probiere ich da schon auf meinem Sessel anzukommen und mich immer wieder zu erinnern, wenn ich meinen Kaffee oder meinen Tee trinke, trinke ich meinen Tee und denke nicht in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Wenn ich bemerke, dass ich doch mal Emotionen habe oder Glaubenssätze, die da aufpoppen, dann löse ich das mit dem Klopfen. Das mache ich aktuell sehr häufig und das ist ein so großartiges Hilfsmittel und es hat mein Leben transformiert. Und wenn ich mit Frauen arbeite, dann sehe ich auch immer wieder, dass sie sowas von kraftvoll in ihre Urkraft hineinkommen. Das ist wunderbar. Was mache ich noch? Ich lasse Fernsehen und Radio habe ich eh nicht, Fernsehen habe ich auch nicht. Ich lasse das alles aus. Das heißt, die ganzen negativen Sachen probiere ich auch von mir wegzuschieben. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich treffe mich, sehe liebevolle Menschen, so wie dich jetzt online, und probiere einfach diese Herzensverbindung zu halten. Und auch hier in meinem Zuhause gute Schwingungen reinzubringen mit Mantramusik, mit Räucherstäbchen und ja, einfach es muckelig zu machen, ja? Ja, wow. Genau. Ja, dann habe ich doch an dich auch eine Frage. Okay. Ich glaube ja, bei dir ist es ja auch so, dass du es dir muckelig machst, so wie ich. Und du machst ja auch dieses Klopfen, bist da ja auch schon drin. Eine Frage kommt ja immer wieder, weil so viele Leute immer sagen, ja, bei sich ankommen und die Zeit einfach mal nutzen, um nach innen zu kehren, um die Kraft zu sammeln und dann letztendlich sich zu transformieren. Aber liebe Stefanie, warum ist es denn so wichtig, dass gerade, ich nehme jetzt mal das Wort wir Frauen, dass wir Frauen in unsere Kraft kommen. Warum ist es denn so wichtig? Das wollten Teilnehmer von dir wissen. Ja. Also ich glaube, das ist natürlich eine subjektive Wahrheit, aber ich glaube, dass es super, super wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit und in der Zeit, die noch kommt, dass die Frauen wieder so richtig in ihre Kraft kommen, weil
Es gab ja, naja, die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende eher so, dass die weibliche Energie auch unterdrückt war. Und es blüht jetzt alles wieder auf, das erwacht. Und es darf jetzt einfach eine Gleichwertigkeit entstehen zwischen männlicher und weiblicher Energie, sowohl im Außen als auch in uns. Wir beginnen ja immer zuerst in uns, das hast du ja auch so schön gesagt, mit der Achtsamkeit. Und dass wir einfach da auf eine Ebenbürtigkeit kommen, um uns wirklich auch in uns zu Hause zu fühlen und auch wirklich auch auf unser Herz hören zu können und nicht nur auf den Verstand, der ist wichtig, aber das Herz ist eigentlich der Träger oder die Trägerin der wirklichen Intuition und der Weisheit und auch der eigenen Wahrheit. Und es sind ja auch immer Menschen bewusst, werden immer achtsamer und gehen auch ihren Herzensweg, was wir beide ja auch machen mit dem, was wir tun. Und das ist so wichtig, weil dann bist du erfüllt, dann bist du wirklich in dir zentriert. Du strahlst, du kommst in deine Kraft, du kannst was bewegen, du kannst Menschen inspirieren. Und oh, ich kriege gerade schon Gänsehaut, ist ganz wunderbar. Mit so richtig, ja, mit Passion und Leidenschaft auch leben, was du ja Ja. auch machst. Du, ja. Ja, und du hast recht, mir kommt da gerade so ein Gedanke. Ich stand gestern vorm Bäcker und dann habe ich eine junge Frau gehört, die zu ihrem Mann gesagt hat: Ja, ich bin ja der Mann in unserer Beziehung und ich habe hier die Hosen an. Und ich glaube, darum geht es, dass wir Frauen, und ich durfte mich da auch reflektieren und wachsen. Früher war ich auch sehr, sehr dominant und sehr männlich. Und ich sage das öfters auch in meinem Coaching und mache das einfach bewusst und auch mir immer wieder, ja, dass ja, wir Frauen, wir haben zu viel männliche Energie, würde ich einfach sagen. Und es tut uns allen gut, wenn wir lernen über verschiedene Tools und Mittel und das Bewusstsein dafür, dass wir mehr und mehr in die Weiblichkeit, in unsere Kraft reinkommen. Weil wir sind nun mal Frauen, wir sind weiblich und wir dürfen das auch sein. Und ja, wir dürfen auch mal Rundung haben. Und vor allen Dingen diese Akzeptanz, dafür stehen wir auch. Ja, mit allen Mitteln und Wegen, die wir anbieten und Ja, auch wieder ein Selbstliebe. Körperbewusstsein und eine Art von Selbstbewusstsein und Selbstliebe zu entwickeln. Das ist ja das, was uns auch sehr am Herzen liegt. Ja. Genau. Ja, liebe Franziska, die nächste Frage, die aufkam, die auch die Community, unserer beide Community, glaube ich, interessiert, ist das Thema Achtsamkeit. Du bist ja schon drauf eingegangen. Wie praktizierst du denn Achtsamkeit? Was bedeutet für dich auch Achtsamkeit vielleicht? Ja, Achtsamkeit bedeutet für mich, dass man ganz in diesem Moment ankommt und wahrnimmt, was man tut. Ja, und ich habe vorhin schon gesagt, wenn ich Tee trinke, trinke ich Tee. Und wenn ich Yoga praktiziere, praktiziere ich Yoga. Und wir können auf einer Yogamatte sein, 1,5, 2 Stunden. Und die ganze Zeit denkt der Denker in die Zukunft und denkt, ja, was esse ich denn nachher? Was kaufe ich denn ein? Wem kaufe ich denn was zum Geburtstag? Dann warst du vielleicht auf der Yogamatte, aber letztendlich hast du kein Yoga praktiziert. Du warst nicht in dem Zustand von Yoga, du warst nicht achtsam, du warst irgendwo mit deinen Gedanken, aber nicht im Hier und Jetzt. Ja? Ja. Und wenn wir lernen, und ja, es ist ein Prozess, und ja, es ist erfordert Mühe, dass du, dass wir alle immer wieder und jeden Tag auf der Matte sind oder achtsam im Alltag, um wahrzunehmen, was tue ich denn überhaupt? Nehme ich jeden Schritt wahr? Nehme ich wahr, was gerade in meinen Händen ist? Da kann man auch mal seine Hände beobachten, 5 Minuten, ja, oder ein Stück, was man in den Mund nimmt, 5 Minuten schmecken und fühlen und wahrnehmen, wie der Kiefer sich bewegt und nicht wieder abzuhauen mit den Gedanken. Und was ich ganz auch entscheidend finde, wenn man dann das gelernt hat, dass man immer mehr in diesem Moment ankommt und sich auch wahrnimmt, wahrnimmt, was man so denkt, dann wird ja immer mehr bewusst, dass da so Gedanken, Glaubenssätze sind, also negative Muster, die in unserem System einfach wirken, wie vor ein paar Tagen, da bin ich ganz ehrlich, gestern Morgen kam so ein Gedanke, so ein Glaubenssatz, woher er auch immer kommt, meistens ja aus der Kindheit, aber dass ich mir auf einmal selber etwas beantwortete und sage, ja, von nichts kommt ja nichts. Hatte ich so einen Dialog gerade geführt oder mein Verstand führte einen Dialog. Und dann dachte ich, achtsam,
was habe ich da gerade gesagt? Mhm. Und dann habe ich meinen eigenen Glaubenssatz, der anscheinend in mir wirkte, realisiert und dachte mir, das gibt's ja wohl nicht. Und dann habe ich angefangen zu klopfen und habe den aus meinem System rausgeklopft und war total schockiert, weil da kommen natürlich, also man muss halt Achtsamkeit, sich über sich selbst gewahr sein, um solche Sachen wahrzunehmen und zu Ja. beobachten. Und das wollen wir ja auch gemeinsam umsetzen. Und da will ich noch gar nicht so viel zu verraten. Ich gehe mal zur nächsten Frage. Die Community sagt ja, naja, aktuell ist es ja gerade ein bisschen schwer. Deswegen, worauf freust du dich denn überhaupt auf die, in der Zukunft, vielleicht so Richtung Frühling gedacht? Also ich freue mich tatsächlich auf den Frühling. Von mir aus bräuchte es den Winter gar nicht zu geben. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die mögen es kalt, die mögen den Schnee. Ist nicht meine Jahreszeit. Ich bin ja auch im Mai geboren, habe da Geburtstag. Frühling ist für mich, genau, wir beide ja auch, also wir haben ja an hintereinander folgenden Tagen. Ich finde das so cool. Und ja, Frühling ist einfach meine Jahreszeit. Alles bricht auf, alles blüht, alles sprießt, dieses saftige Grün. Und es ist so, als würde wirklich so die Welt wieder erwachen und wir mit. Und da freue ich mich extrem drauf. Ich freue mich auch drauf, wieder rausgehen zu können, mehr in die Natur gehen zu können. Ich mag es auch gerne, wenn ich leicht bekleidet rumlaufen kann, also nicht 500 Schichten gefühlt. Ich mag es auch, wenn ich hoffentlich mich bald wieder mit Freunden treffen kann, also wirklich die auch umarmen kann und mich ganz ungezwungen mit Menschen treffen und austauschen kann, sowohl online als auch offline. Ich mag es auch zu verreisen. Aber wie gesagt, der Frühling, diese Aufbruchsstimmung, das ist das, was mich sehr fasziniert. Und ich freue mich auch total auf meine Projekte, die jetzt anstehen. Da sind einige in der Pipeline. Und ganz besonders unser Projekt, das wir zusammen machen, da freue ich mich schon ganz arg drauf. Weil, soll ich es verraten, oder? Naja, es ist ja auch zum Thema, was du jetzt eigentlich gerade gesagt hast. Genau. So dieses, das hast du gerade so schön gesagt, im Frühling, da habe ich mich erinnert, Frühlingsputz, ja, man putzt so seine Wohnung, aber das ist ja letztendlich das im Außen. Wir wollen gemeinsam den Innenputz machen. Yes. Wir Das starten am Frühlingserwachen. 21.03. und dann kannst du noch weiter erzählen, genau, Frühling. Genau. Wir wollen das Frühlingserwachen feiern. Wir wollen mit euch gemeinsam, mit dir, liebe Frau, aus unserer Community gerne den Frühling begrüßen, wirklich auch diese Passion, diese Leidenschaft in uns entfachen. Und wir haben uns dafür einen ganz wundervollen Online-Kurs, einen Online-Retreat überlegt. Naja, eigentlich ist es gar nicht aus dem Kopf entstanden, sondern aus unserem Herzen, aus unserer Intuition. Und es wird, Und von den Engeln. genau, und von den Wir haben Engeln tatsächlich natürlich mal ein auch. Engel-Reading. Ja. Genau. Und es wird 3 Wochen gehen und jede Woche hat ein Thema. Und zwar einmal ist es Detox auf allen Ebenen. Dann Nourish, also was nähren, erfüllt sein heißt. Und Shine im Sinne von, ja, lass deine Leidenschaft, lass dein Herzlicht strahlen. Und ja, liebe Franziska, vielleicht magst du auch noch ein paar Geheimnisse preisgeben, was wir genau oder vielleicht auch nur andeutungsweise, was wir da machen möchten. Ja, in der ersten Woche auf jeden Fall Detox. Detox auf körperlicher Ebene. Da gibt es ja, für unseren Körper einfach etwas zu tun. Von Asanas, von Rezepten körperlicher Detox über Pranayama, Meditation. Du machst ja auch jede Woche von den Engeln eine Genau. Engelmeditation, Ja. dass man jeden Tag auch mit mir durch die Yoga-Asanas geht und mit dir abends durch die Meditation. Und vor allen Dingen auch Detox für unsere Gedanken, ja, dass wir genau Was? dorthin kommen, dass wir euch letztendlich beibringen, in einer Woche da mehr achtsam zu sein, um in der zweiten Woche uns zu nähren, da auch wieder über ja, Ernährungsgeschichten. Dann aber auch Yoga und nährende Praktiken deiner Seite und natürlich die Klopftechnik wird dabei sein, weil ich finde, gerade alte Sachen rauszuschmeißen und Detox zu betreiben, können wir halt einfach mit dem Hilfsmittel des Klopfens, der MET-Technik,
super schnell etwas bewirken. Und ja, der letzte Punkt war Strahlen, auch mit dem Klopfen, mit Yoga, mit Meditation. Wir haben so viele Sachen drin. Wir werden das ganz harmonisch verpacken, dass es in Leichtigkeit in deinen Alltag geht. Und ich habe ja letztes Jahr auch schon Frauenreise gemacht. Dieses Mal machen wir das 3 Wochen. Und ich finde das Tolle, wir haben uns auch überlegt, dass es sozusagen so eine Community ist, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Wir werden auch, weil es online ist, gegenseitig so eine Gruppen machen. Also ihr werdet auch mit 3, 4 Frauen in der Gruppe sein, zum einen jeden Tag als Buddies, aber auch schon allein über Zoom können wir uns dann in Gruppen mit verschiedenen Fragestellungen hineinbegeben und dann einfach mal gucken, was die anderen so darüber denken. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt gebe ich wieder zu dir ab, aber ich Nee, würde ist sagen, ganz wunderbar. wir haben es auch auf den Punkt gebracht. Wir freuen uns, wenn du als Frau dabei bist. Ja, wir freuen uns total. Also wir sind schon ganz Himmelig, aufgeregt, freudig. positiv aufgeregt, positiv aufgeladen, was dieses wundervolle Retreat angeht, dieses Frühlingserwachen. Und wir freuen uns sehr, wenn du dich angesprochen fühlst. Du kannst uns auch jederzeit eine Mail schicken. Wir geben auch alle Kontaktdaten und auch den Link zu der Anmeldung unter das Video. Und ja, wir freuen uns so sehr. Und auch die geistige Welt, die Engel freuen sich, die Energie an dich, an euch weiterzugeben. Und es wird ganz wundervoll. Genau, die Fragen, die Themen, sogar die Headline, dieses alles von der gechannelt worden, was wir hatten eigentlich was anderes, unsere Köpfe hatten was anderes. Und dann hieß es, nein, das Thema muss es sein, das ist jetzt wichtig, das steht an. Und so werden wir uns ganz in die Anbindung begeben, dass wir uns leiten lassen. Genau, und da freue ich Genau. mich ganz sehr drauf. Ich sage danke für das Interview und Ich ich hoffe, sage ihr danke. lieben Frauen, wir sehen uns. Ganz, ganz lieben Dank. Namaste. Bis bald. Namaste.